Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Forza Horizon 4 Video. Und zwar habe ich heute einen weiteren Money Glitch für euch. Und es ist heute nicht nur Money Glitch, sondern eben auch ein Glitch, mit dem ihr an Wheelspins rankommt, an Super Wheelspins, an Forzaton Punkte und eben auch an Autos, die erst in der Zukunft released werden. Also es ist echt richtig cool. Das Ganze ist noch nicht wirklich schwer. Ich zeige euch gleich, wie das Ganze funktioniert. Und dann würde ich sagen, wir fangen direkt mal an. Ja Leute, bevor wir aber zum eigentlichen Glitch kommen, muss ich euch noch kurz was zeigen. Und zwar müsst ihr im Startmenü mal auf die Festival-Spielliste gucken. Und jetzt könnt ihr nämlich auswählen, welche Challenges ihr machen wollt. Also ihr seht, die sind in 12 Tagen aktiv und die in 19 Tagen. Da kommt ein richtig krasses Auto, diese Rimac. Und jetzt müsst ihr eben nachher eure Uhrzeit, euer Datum so umstellen, eben quasi 19 Tage nach vorne, wenn ihr das Auto, wenn ihr die Challenges wollt, 12 Tage nach vorne, wenn ihr die wollt, oder 5, wenn ihr die wollt. Und so könnt ihr auch zurückgucken, was es gab vor ein paar Wochen. Und so könnt ihr das eben immer abchecken und euch die einzelnen Jahreszeiten aussuchen. Und dann würde ich sagen, wir kommen direkt jetzt zum eigentlichen Glitch und sehen uns gleich. Ja, als allerersten Schritt drückt ihr auf den Xbox-Button und geht auf die Einstellungen, die ihr hier seht. Dann müssen wir zu Netzwerk, Netzwerkeinstellungen und jetzt einfach mal offline gehen. Also ihr geht jetzt einfach auf offline gehen, das passt dann so. Dann geht ihr zurück, wenn ihr offline gestellt seid, und jetzt müsst ihr ein Hard Reset der Xbox machen. Also das heißt, ihr startet die Xbox neu, damit das funktioniert, damit wir danach die Uhrzeit eintragen können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn die Konsole neu gestartet ist. Ja, wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, dann müsst euer Bildschirm eigentlich genauso aussehen wie meiner jetzt hier unten, müsst stehen mit Xbox Live verbinden, ihr seid einfach offline. Also das hat bei mir jetzt auf jeden Fall Jahre gedauert, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe noch die alte Xbox One. Aber das ist ja gerade nicht das Thema, wir machen direkt mal weiter und ihr geht dann wieder auf den Xbox-Button ganz rechts zu den Einstellungen. Und jetzt müssen wir die Uhrzeit ändern. Ihr geht dann auf System, hier haben wir es ja gleich, und dann auf Uhrzeit. Und vorher habe ich euch ja gezeigt, dass ihr die jeweiligen Seasons auswählen könnt, indem ihr eben nach vorne oder zurück geht. Also ihr könnt die Autos von der Vergangenheit euch wiederholen durch die Challenges, durch die Spiele, Festserien oder eben in der Zukunft. Ich hole mir jetzt die mal in der Zukunft, gehe dazu jetzt mal einfach, ja, ich sag mal so zweieinhalb Wochen vor. Machen das mal 24. Und jetzt geht ihr zurück und jetzt könnt ihr eben Forza schon direkt starten und ihr seid jetzt in dieser, quasi seid jetzt einfach 4 Wochen oder 2 Wochen eben vor Forza, quasi ihr habt jetzt die ganzen Inhalte, die jetzt dort, könnt ihr jetzt die eben mal spielen und das ist auf jeden Fall echt richtig nice. Ihr könnt natürlich auch die Autos, die ihr da bekommt, verkaufen auf dem Auktionshaus, aber ihr müsst da ein bisschen aufpassen, also es ist jetzt nicht 100% sicher, dass Forza dich findet und nicht bannt, aber wenn irgendjemand das meldet und sieht, okay, du hast schon den krasses Auto, dann und du verkaufst, das machst du mit viel Geld auf dem Auktionshaus, dann wirst du dafür wahrscheinlich gebannt. So ist es auch, also bleibt am besten im Offline-Modus, das ist eigentlich am besten so, weil wenn ihr jetzt 2 Wochen die Inhalte alles vorher schon freispielt und jetzt 2 Wochen damit im Online-Modus rumflext mit diesen krassen Karren, dann glaube ich, das ist ziemlich realistisch, dass ihr gebannt werdet. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze jetzt schon spielen, quasi offline, und dann könnt ihr in 2 Wochen damit direkt beim Release damit rumheizen mit den Dingen. Ja, ihr müsst dann wie gewohnt einfach starten und das wird jetzt wieder eine Zeit lang laden, deswegen überspringe ich das Ganze und wir sehen uns gleich wieder. Ja Leute, und jetzt sind wir dann 2 Wochen in der Zukunft in Forza Horizon 4 und ich zeige euch das Ganze mal kurz an der Festival-Spielliste. Ihr seht hier, es gibt die Autos dann in der nächsten Wintersaison, in der nächsten Frühlingssaison, die wird krass, oder die übernächste ist es. Hier, da bekommt man den Remake und ihr seht, ich habe schon 40% abgeschlossen, also ich habe hier schon ein bisschen was gemacht. Und das Geile ist, ihr bekommt eben für alles, was ihr hier macht, natürlich Belohnungen, also super Wheelspins, Wheelspins, und deshalb könnt ihr jede Spieleliste, die ihr macht, die ihr machen wollt, eben nochmal machen quasi, beziehungsweise wenn ihr sie noch nicht gemacht habt. Und das ist eben das Gute. Ich weiß leider nicht ganz genau, wie weit man in die Zukunft gehen kann und wie weit zurück quasi, also mit dem Datum einstellen, weil ich könnte mir vorstellen, dass Forza eben jetzt noch nicht die Inhalte programmiert hat oder ins Spiel reingebracht hat, die in einem halben Jahr rauskommen. Deswegen, aber ich will es auf jeden Fall mal versuchen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was da so passiert. Wie gesagt, hier gibt es die krassen Autos. Ihr müsst dann eben immer gucken, ihr seht, wann die Saisons waren, und dann müsst ihr eben die Tage eben zurückgehen und dann könnt ihr das Ganze
abschließen und ihr bekommt die Autos. Ich musste das Ganze natürlich auch etwas präparieren hier, mein Bildschirm. Ich musste die Namen ausblenden und so, damit das Ganze von Forza eben nicht gebannt werden kann. Und ansonsten war es das eigentlich auch schon, glaube ich. Ich kann euch noch kurz die Autos zeigen, die man, also man bekommt auch die Autos quasi, die man während der Challenges schon bekommt. Das heißt, wenn ihr in der Festivalspielliste im Auto freischaltet, dann könnt ihr das auch schon fahren. Also wenn da irgendwas Gutes dabei ist, irgendeine Forza Edition oder sonst irgendwas, das funktioniert auf jeden Fall alles. Und was natürlich auch cool ist, ihr könnt somit eigentlich jede beliebige Jahreszeit einstellen, die ihr wollt, falls ihr das für irgendein Projekt braucht oder sonst irgendwas. Jetzt kommen wir noch kurz, bevor wir das Video beenden. Bleibt auf jeden Fall, also wenn ihr jetzt wieder online geht, dann passiert nichts, euer Fortschritt bleibt. Aber wie gesagt, passt auf mit den Cars, die Pre quasi als Pre-Access bekommt im Online-Modus, weil die Spieler euch eben deswegen relativ schnell melden können und Forza dann wahrscheinlich das direkt bannt. Also bleibt offline, versucht zumindest, ihr könnt somit ja trotzdem viel Geld machen durch Respins, ihr könnt es natürlich auch verkaufen, wer drauf Bock hat, aber wer es nicht riskieren will, der bleibt lieber offline. Ja Leute, das war's doch dann eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir noch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Da habe ich einen Link gepostet von X-Endless Gaming. Der hat das Ganze auch nochmal gebracht. And for my English friends, make sure to check out the link in the description below. There's the glitch in the English version from my friend X-Endless Gaming. So make sure to check him out and leave him a like and a follow. So see you next time on my channel. Thanks for watching.